Mir geht es um zwei Dinge. Wir haben 60 Jugendzentren bei uns im Land. Wir haben fantastische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Jugendzentren. Und ich bin der Meinung, dass beide ein Rüstzeug mitbekommen müssen. Diejenigen, die mit Jugendlichen umgehen und die Jugendlichen, die unsere Jugendzentren benutzen, verwenden und großteils ihrer Zeit hier verbringen. Deswegen war für mich die Herausforderung, jemanden zu finden, der dem gerecht werden könnte. Erstens einmal ein Vorbild für Jugendliche sein, weil er selber viel in seinem Leben erlebt hat, weil er relativ jung ist, sage ich jetzt einmal, und weil er nicht vielleicht die besten Voraussetzungen hatte, dort zu sein, wo er heute ist. Das heißt, einer von innen und nicht irgendjemand von unten. Wir haben ganz konkret bereits 5 Jugendzentren, die sich gemeldet haben, und wir werden das in 2 Module aufteilen. Ein Modul wird in 5 Jugendzentren sein, maximal 15 Jugendliche. Er wird dann sagen, wie er mit diesen Jugendlichen arbeiten wird. Und das Zweite wird sein, dass wir für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Jugendzentren auch mit ihm, Gruppe offen, glaube ich, die können sein, so viele sie wollen, ihnen ja die Tools, um das Englisch zu sagen, Werkzeug in die Hand geben wird, wie man mit Jugendlichen, Gewaltprävention, Selbstachtung, Selbstwert umgehen kann, und dass vielleicht es auch bei uns viele Jugendliche gibt, die diesen Art Weg einschlagen können, nämlich zu sagen, ich habe Interessen, ich habe Gaben und ich würde die gerne einfach auch ausleben. Gerade in der Jugendarbeit präventiv zu arbeiten und jungen Menschen das Rüstzeug mitzugeben und auch die Bildung mitzugeben und das Handwerk mitzugeben, einen geraden Weg zu gehen und nicht immer mehr in Aggression oder Irritation zu verfallen, so möchte ich es einfach mal sagen.